Guy Lewis Gabaldon war ein US-Marinesoldat, der im Alter von 18 Jahren während der Kämpfe um die Inseln Saipan und Tinian im Zweiten Weltkrieg 1944 über 1300 japanische Soldaten und Zivilisten gefangen nahm oder überredete, sich zu ergeben. Die japanischen Soldaten versteckten sich in einer Höhle und Guy Gabaldon schlich sich zu ihnen und überzeugte sie davon, dass die Höhle umzingelt sei. Nachdem die japanischen Soldaten sich selbst Handschellen anlegten, rief Guy Gabaldon Verstärkung. Er verstarb am 31. August 2006 in Old Town, Florida an einer Herzkrankheit und wurde mit militärischen Ehren auf dem Arlington National Friedhof begraben.